Hi, der Markus wieder hier. Ich habe dir in den letzten 2 Jahren oder so schon eine ganze Menge Videos zu Dwarf Fortress gebracht. Aber ob du es glaubst oder nicht, Dwarf Fortress ist tatsächlich gar nicht das einzige Spiel, welches ich bislang in meinem Leben so ausprobiert habe. Schockierend, ich weiß, aber um den Schreck ein wenig aus den Gliedern zu nehmen, einige der Spiele gehen einem ganz ähnlichen Spielprinzip nach. Heute möchte ich einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen und dir einige meiner ganz persönlichen Spielfavoriten präsentieren. Die Liste hat sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber hier finden sich einige Stars und spezielle Sternchen, von denen sicherlich jeder etwas gut finden wird. Ganz vorneweg kommt Cataclysm Dark Days Ahead. Das Spiel kann praktisch mit dem Adventure-Modus von Dwarf Fortress verglichen werden, nur eben in einer von Zombies und anderen Gefahren übersäten postapokalyptischen Welt. Die Grafik des Spiels steht hier wenig im Vordergrund, dennoch würde ich aber mal behaupten, dass das kostenlose und Community-getriebene Roguelike-Game unseren Liebling Dwarf Fortress sogar nochmal deutlich an Komplexität übersteigt. Das war mit einer der Gründe, weswegen ich letztes Jahr den Ansporn hatte, mich in dieses Spiel einzuarbeiten. Die anderen Gründe waren, dass ich einfach total auf Survival-Spiele stehe und es mir zudem vorkam wie ein sehr gut ausgearbeiteter Nachfolger von, vielleicht kennt es noch jemand von 1989, Castle of the Winds unter Windows 3.11, welches meines Erachtens auch der Vater von Diablo war. Die Hürde bei Cataclysm ist riesig, das Spiel schwer, aber der Aufwand lohnt sich sehr. Denn man wird neben Komplexität auch mit großer Vielfalt, riesigen Welten, einem monströsen Fertigkeiten- und Crafting-System, nahezu unendlichen Interaktionsmöglichkeiten, großer Realitätsnähe und häufigem Herzklopfen mit etwas Todesangst belohnt. Besten Dank hier an meine Discord-Family, dass ihr Cataclysm damals in der Diskussion mit auf den Tisch gelegt habt. Project Zomboid stand für mich schon lange auf der Wunschliste, ist aber erst seit wenigen Tagen in meinem Portfolio. Aus meiner Sicht ist es Cataclysm mit 3D-Grafik und Multiplayer. Aber auch hier muss ich von meinen ersten kläglichen Versuchen sagen, dass es unglaublich schwer ist. Die Interaktion mit der Welt ist zwar schon etwas einfacher und intuitiver, aber im Gegensatz zu dem rundenbasierten oder zeitbasierten System von Cataclysm werden hier alle Aktionen in Echtzeit ausgeführt. Hier kann man nicht bei jeder Spielsekunde eine Stunde lang überlegen, was wohl der nächste logische Schritt sein könnte. Ebenfalls ein Spiel, welches sich zumindest ähnlich anfühlt, ist Sheltered. Die Welt ist nach einem Krieg total verseucht, du hast einen Bunker mit deiner Family oder Freunden und musst so lange wie möglich durch diverse Gegenstände von Missionen, gefertigten Gegenständen, Filteranlagen, Handel und Kämpfen in deinem Bunker überleben. Survival pur. Oft eine große Herausforderung. Das Spiel ist grafisch zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber der Spielspaß und das Suchtpotenzial ist dennoch hoch. Es gibt auch Sheltered 2, aber das hat aufgrund von vielen Fehlern unglaublich schlecht abgeschnitten. Der erste Teil ist für mich the way to go. Bleiben wir mal im Survival-Sektor. Ein neueres Spiel ist Oxygen Not Included. Auch dieses ist noch nicht lange in meinem Besitz, hätte es aber wirklich sein sollen. Aus Versehen im Inneren eines außerirdischen Asteroiden gelandet, musst du versuchen, mit deiner Crew so lange wie möglich zu überleben. Wie es der Name schon verrät, musst du auch zusehen, dass deine Protagonisten, welche übrigens aus dem 3D-Drucker kommen, nicht ersticken. Aber nicht nur das. Was machst du mit Ausscheidungen oder CO2? Wo bekommst du etwas zu essen her? Geht es deinen Duplikanten gut? Du musst dich zudem um Leitungen für Strom, Wasser, Abwasser bzw. diverse andere Flüssigkeiten und Gase kümmern. Dabei darfst du nicht die verschiedenen Keime um dich herum vergessen. Licht und Dekoration spielen auch eine wichtige Rolle und du kannst sogar mit Logikbausteinen viele Dinge automatisieren und ein Smart Home bzw. ein Smart Asteroid aufbauen. Das Spiel besticht sonst mit wirklich witzigen Animationen und Sounds. Eines der absoluten Top-Spiele der letzten Jahre für mich. Kommen wir zu Dwarf Fortress Light. Nur eben auf einem fremden Planeten und offenbar weiter in der Zukunft. Rimworld, eines der Kinder von Dwarf Fortress, welches viele der Techniken in sich vereint. Ob es das Abbauen verschiedener Mineralien ist, das Herstellen, die Persönlichkeiten der Schiffbrüchigen oder ihre körperlichen Leiden.
RimWorld war bereits vor Jahren viel zugänglicher als Dwarf Fortress, war intuitiver zu bedienen, beinhaltete aber auch gute Grafik, besitzt Elemente von Echtzeitstrategie, verzichtet aber dafür auf einen großen Teil der Komplexität von Dwarf Fortress. Es fasziniert mich aber dennoch bereits seit Jahren und das, obwohl ich noch nicht einmal eins der offenbar wirklich guten DLCs dafür besitze. Das hole ich aber sicherlich noch nach. Ein weiteres Kind von Dwarf Fortress ist Terraria. Die Entwickler haben hier selbst bereits vor Jahren zugegeben, dass Dwarf Fortress die Vorlage für viele der Techniken des Spiels war. Gleichzeitig spielt es sich aber wie Minecraft in der seitlichen 2D-Ansicht. Viele bunte Farben, tolle Biome, Crafting ohne Ende, abgefahrene Waffen und Magie, Hausbau mit WG, Zombie-Apokalypsen und Verlustängste tief unter der Erde machen das Spiel zu einem Top-Kandidaten für hunderte Stunden Spielspaß alleine oder mit Freunden. Basenbau gibt es außerdem bei Songs of Syx, welches im Gegensatz zu vergleichbaren Games wirklich Geschwindigkeit und Stress herausnimmt. Stück für Stück eine Stadt aufzubauen und zu managen, führt tausende Individuen verschiedener Rassen, um die man sich im Zweifel auch einzeln kümmern sollte. Große Echtzeitschlachten, teils mit hunderten Einwohnern, gibt es ebenfalls. Der Fokus liegt aber eher im Aufbau der Stadt und dem immer schwieriger werdenden Erfüllen der Bedürfnisse deiner Einwohner. Hier ist durch den einzelnen Entwickler auch viel Liebe ins Spiel geflossen. Wer es einmal gefühlsmäßig antesten will, es gibt eine im Vergleich mit der aktuellen Version mittlerweile sehr abgespeckte Demo bei Steam, mit der allein ich aber schon gute 100 Stunden verbracht habe, bis es mich zu sehr gereizt hat, dass ich mir die Vollversion kaufen musste. Ebenfalls Basenbau mit Echtzeitstrategie unter dem Motto Losing is Fun gibt es bei Rise to Ruins. Auch hier wieder ein kleines Meisterwerk eines Ein-Personen-Entwicklerstudios. Es erinnert im ersten Moment an klassische Echtzeitstrategie, allerdings kann man das Spiel nicht schaffen. Der Kampf gegen die Untoten wird umso schwieriger, je mehr man sie in ihrer Ausdehnung hindert. Als eine Art Gott, wie früher bei Populous, The Beginning oder Black and White, kannst du abhängig von der Anzahl deiner Einwohner mit deiner begrenzten Macht etwas zusätzlichen Einfluss auf das Geschehen ausüben. Ressourcen, bestehend hauptsächlich aus Wasser, Stein, Eisen, Kristallen und Essen, fehlen eigentlich immer. Früh genug muss man dennoch den Absprung mit ein paar Migranten auf eines der umliegenden Gebiete schaffen, wo es dann teils mit höherem Schwierigkeitsgrad und unter anderen Bedingungen wieder von vorne losgeht. Ich habe selbst bereits etwa 120 Stunden auf der Uhr, aber nur 4 der zahlreichen Gebiete gesehen. Wenn du Echtzeitstrategie im Mittelalter, eingehende Musik, liebevolle Grafik mit Siedlerfeeling und eine große Menge Stress magst, wirst du hier definitiv glücklich. Bleiben wir doch nochmal kurz bei der Echtzeitstrategie, denn Age of Empires ist eines der besten Echtzeitstrategiespiele, die mich in den letzten Jahren überzeugt haben. Als alter Command & Conquer-Jünger der allerersten Teile inklusive Alarmstufe Rot konnte mich damals Age of Empires 2 sehr überzeugen, was ich mir später auch bei Steam in der HD-Version zugelegt habe. Nachdem Age of Empires 3 ein ziemlicher Reinfall war, kam mit Age of Empires 4 endlich ein würdiger Nachfolger für den zweiten Teil heraus. Er spielt sich allerdings nahezu wie der zweite Teil, nur mit einem großen Grafikboost und vielen neuen Techniken und Völkern, die jeweils ihre ganz eigenen Strategien haben. Ich liebe Herausforderungen, gegen mehrere Computergegner zu spielen, die unzähligen Achievements, täglich neue Herausforderungen, die Entwicklung deines Profils, die Statistiken und auch das System, das Spiel zu lernen, indem man bestimmte Dinge in einer vorgegebenen Zeit schaffen muss, um eine Bronze-, Silber- oder Goldmedaille zu ergattern. Wechseln wir mal ins RPG-Genre. Die The Elder Scrolls-Reihe wird vermutlich jedem ein Begriff sein. So gibt es diese Reihe ja schließlich auch schon seit 1994. Zugegeben bin ich erst bei Morrowind, dem dritten Teil, auf den Zug aufgesprungen, aber die Faszination der riesigen offenen Welt hat mich nicht losgelassen. Mal sehen, ob ich ein wenig Arbeit drinnen erledigen kann, wo es warm ist. Bei Oblivion, dem vierten Teil, war ich schon tief im Bann und Teil 5, Skyrim, hat mich bislang am längsten bei der Stange gehalten. Mittlerweile spiele ich den Titel mit dem überall bekannten und großartigen Soundtrack seit ganzen 10 Jahren. Nicht durchgehend, aber immer wieder ziehe ich mich für ein paar Tage dort in die immersive Welt zurück, bei der man alles um sich herum vergessen kann. Ich kenne, glaube ich, auch kein Spiel, bei dem die Community so viel Energie reingesteckt hat. Über 60.000 Mods dafür sprechen wohl für sich, inklusive einiger Total Conversions, wie zum Beispiel Enderal The Shard of Order, die aus seinem Skyrim nochmal ein komplett neues Spiel machen. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen?
oder Mods, die die gute Grafik von Skyrim sogar durch die Unreal Engine fotorealistisch machen. Und ein Survival-Modus ist auch vor kurzer Zeit hinzugekommen. Die ersten zwei Teile, Arena und Daggerfall, sind übrigens mittlerweile kostenlos erhältlich. Im Bereich Action-RPG war meist Diablo immer der Platzhirsch. Ich selbst besitze Diablo 1 bis 3 mit den Expansions, aber ich muss auch sagen, dass für mich der gruseligste und schwierigste Teil Diablo 1 war. Und Diablo 2 der mich am längsten beschäftigt hat. Teil 3 war mir mit den meist viel zu einfachen Massenschlachten und einem Feuerwerk aus kaum strategisch steuerbaren Fertigkeiten nur ein Draufhauen ohne nachzudenken. Es sieht schön aus, hat mich aber nie so mitgenommen und mir die Herausforderungen gebracht wie die ersten zwei Teile. Hier kommt Titan Quest zum Einsatz. Im alten Griechenland hast du ein paar nicht so viele Quests zu erledigen, welche du auch gut im Koop mit Freunden auch im lokalen Netzwerk erledigen kannst. Du bist nicht der Erste, der hier kommt und glaubt, dass der Gott Apollon seinen eigenen Tempel vor den Monstern beschützen würde. Die Welt ist groß, der Fertigkeitenbaum auch, die Grafik ist entsprechend des Alters auch gut und es kommen immer wieder Herausforderungen, bei denen man mit seinen Zaubern etwas planen und sich gegebenenfalls strategisch abstimmen muss. Das hat mich sehr überzeugt und es spielt sich praktisch genauso wie Diablo, also nahezu null Umgewöhnung. Hier bekommt man wirklich viel Spielspaß fürs Geld. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Path of Exile ist für mich die direkte Konkurrenz. Sehr viel Diablo-Feeling mit etwas höherer Komplexität. Schöne Grafik bei geringen Anforderungen an den PC. Ein super schöner Talentbaum, Interaktion mit den anderen Spielern und verschiedene Spielmodi zeichnen Path of Exile aus. Seit Jahren kommen immer wieder neue Inhalte hinzu und das Beste ist das durchweg kostenlose Spielerlebnis. Zwar gibt es einen Ingame-Shop, aber auf diesen muss man aus meiner Sicht niemals zurückgreifen, um Spaß zu haben. Und als letztes kommt noch eine etwas andere Art von Spiel, auch mit einer Art von Basenbau hinzu. Kingdom New Lands. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, mit dem ich so viele Tage verbracht habe, welches gleichzeitig aber gerade mal nur mit minimalistischen drei Tasten gespielt wird. Die Cursor-Tasten rechts, links und unten. Abgefahren. Aber so einfach es auch aussieht, stellt man schnell fest, dass es doch mehr Strategien bedarf, um die Monster im Wald zu besiegen, genug Geld zu sammeln, um ein Schiff zu bauen und letztendlich von der Insel auf die nächste zu fliehen, um somit die einzelnen Abschnitte zu gewinnen. Ich habe selbst zwar nur den zweiten Teil gespielt, aber prinzipiell haben alle Teile der Reihe etwa den gleichen Aufbau. Bei New Lands kann ich auf jeden Fall behaupten, dass es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat und noch immer macht. Du siehst, so total auseinander gehen die Spiele bei mir eigentlich gar nicht. Survival, Basenbau, Simulation und RPG, häufig in Verbindung mit einem Mittelalter-Setting, stehen bei mir genretechnisch oben auf dem Programm. Jagen kann man mich hingegen mittlerweile mit Ego-Shootern jeglicher Art, auch wenn ich früher mit den jeweils ersten Teilen von Duke Nukem, Half-Life, Counter-Strike, Quake, Heretic, Hexen, Dark Forces, nicht zu verwechseln mit Dwarf Fortress, und Unreal groß geworden bin. Ich glaube, mittlerweile ist mir aber Spieltiefe wichtiger als Reaktionszeit, die ich ohnehin in den letzten 25 Jahren immer weiter abgebaut habe. Die Liste ist, wie ich sagte, nicht vollständig und auch habe ich keinerlei Retro-Spiele aus den 90ern aufgeführt, die auch ab und an mal dran glauben müssen. Wenn dich das interessiert, könnte ich darüber nachdenken, darüber auch mal ein Video zu machen. Kannst du dich mit diesen Games eventuell auch identifizieren? Was spielst du sonst noch so? Schreib es mir gerne wieder in die Kommentare und hinterlasse auch gerne ein Like, wenn es dir gefallen hat, oder ein Abo, wenn du an weiteren Inhalten dieser Richtung interessiert bist in Zukunft. Im nächsten Video, das kann ich ja schon mal so ein bisschen ankündigen, habe ich etwas Neues und Spezielles im Angebot, was auch ein wenig mit diesem Video zu tun hat. Mehr kann ich aber jetzt noch nicht verraten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin!